Wir starten unseren Tag von einem tollen Aussichtsplatz mit Blick auf die Burg Hohenwerfen mit dem Ortschef von Werfen, mit Hubert Stock. Schön, dass Sie mitmachen. Gern, freut mich sehr, dass Sie bei uns seid. Herr Bürgermeister, wir haben gerade gehört, was für einen wirtschaftlichen, aber auch kulturellen Wert die Burg Hohenwerfen für die ganze Region hat. Wie schaut es mit der Wertschöpfung aus? Wie profitieren Betriebe aus Werfen von der Burg Hohenwerfen? Ja, die Burg und die Eisriesenwelt sind natürlich die größten Zugpferde im touristischen Bereich für unsere Region und bringen natürlich auch Wertschöpfung für andere Betriebe, für den Markt selber, für die Gastronomie natürlich. Also ist schon ganz ein wichtiger Faktor für unseren Ort. Die Burg Hohenwerfen war ja oft auch schon Schauplatz oder halt als Filmkulisse gedient für Teams oder Filmkamerateams aus der ganzen Welt. Was ist hier schon alles passiert in Werfen? Ja, einer der bekanntesten Filme ist sicher Agenten sterben einsam. Der ist, glaube ich, Ende 50er, Anfang 60er Jahre gedreht worden, unter anderem mit Richard Burton. Da sieht man die Burg sehr oft und ist einer der bekanntesten Hollywood-Produktionen, die bei uns gedreht wurden. Dallas wurden Teile gedreht bei uns. Zuletzt im Markt selbst der Landkrimi Das Feuermädchen ist einer der letzten Filme, der bei uns gedreht wurde. Also wir waren schon sehr oft Filmkulisse und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Herr Bürgermeister, was sind denn die Kernbranchen in Werfen? Ich glaube, es ist ja ganz bunt aufgestellt, ein guter Branchenmix in Werfen. Ja, wir haben eine sehr gute Durchmischung eigentlich. Wir haben einen großen Industriebetrieb mit dem Eisenwerk Sulzau-Werfen. Wir haben die Firma Honigmeier, die eigentlich weltbekannt ist mittlerweile auch. Wir haben Spitzengastronomiebetriebe mit der Familie Obauer natürlich, aber auch andere sehr gute Gastronomiebetriebe. Wir sind auch landwirtschaftlich geprägt natürlich. Wir haben auch landwirtschaftliche Direktvermarkter in unserem Ort, die sich sehr gut etabliert haben. Und auch natürlich Gewerbebetriebe, vor allem im Markt selbst noch Gewerbebetriebe, sei es Malereibetriebe, sei es ein Schuhhaus, Orthopädie-Schuhmacherei und alles Mögliche.